Mark Graf-Neusiedl leidet seit Jahren unter einem enormen Verkehrsaufkommen. An Spitzenzeiten mit bis zu 25.000 Fahrzeugen pro Tag. Das ist für eine kleine Gemeinde wie Mark Graf-Neusiedl, die im Kreuzungsbereich von drei Landesstraßen liegt, einfach zu viel. Ich erwarte, beziehungsweise ich hoffe, dass sich nach den Landtagswahlen hier etwas entscheidend ändert. Dass viel mehr Druck auf das Ministerium ausgeübt wird und es in naher Zukunft Hoffnung auf eine Umfahrung in Form einer Schnellstraße gibt. Es ist nicht nur ein gesundheitliches Problem, sondern auch ein wirtschaftliches. Ohne eine Schnellstraße sind viele nach wie vor gezwungen, nach Wien zu pendeln, da es aufgrund der wirtschaftlichen Situation zu wenig Arbeitsplätze für uns im Marktfeld gibt.